Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone Arena Folge hier auf Weeplay Games for You. Ich bin Suivo und wir machen natürlich weiter mit unserem Druiden-Deck. Es steht 2:1 nach unserer 0-1 Geschichte. Hoffentlich geht es so weiter wie in der letzten Folge, dass wir wieder zwei Siege einfahren. Möglich ist das auf jeden Fall mit diesem Deck. Und los geht's. Ein Hexer. Ja, mit dem Hexer sind wir letzte Runde ja ganz gut gefahren, muss ich sagen. Mit den 11-7. Okay. Wir haben die Münze. Wir könnten... Ah, ich will sie nicht behalten. Sie ist eh nicht so gut, selbst in Runde 4. Swipe ist cool. Schwimmnatz und Kommando ist cool. Kriegsgrunde ist für den Hintern. Der Zweitrop ist halt auch nicht so gut. Oh, ein Legendary-Spieler. Da sollte man doch eigentlich erwarten können, dass er anständig spielt. Okay, das ist super. Den spiele ich sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Vor allem, weil selbst wenn er ihn bufft, können wir mit dem Terrorwolf Alpha traden. Solange er ihn nur einmal bufft und nicht zweimal. Bringt mir Stahl! Okay. Das passt. Den tue ich ihn trotzdem. Auch wenn er zurücktraden wird. Vermutlich zumindest. Oh, er hatte einen Lepra-Knoten. Warum hat er den denn nicht gespielt? Macht für mich jetzt nicht so richtig Sinn. Muss ich gestehen. Wir traden. Ah, ich weiß ja nicht genau, wie wir das jetzt hier machen. Ich mach das so. Können wir nächste Runde traden, ohne dass wir ihn verlieren. Oder wir können ihn eben im Swipe töten. Ich komme aus der Leere. Das könnte gefährlich sein. Ich denke, ich werde es aber trotzdem machen. Egal, ob eins was kommt oder nicht. Okay, was ist es? Okay, das ist ein bisschen besser. Also ändern kann ich es eh nicht. Das ist ein bisschen blöd. Müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir den loswerden. Swipe wäre natürlich eine Möglichkeit, aber das wäre schon unser zweites. Ich frage mich. Das gefällt mir dann doch nicht so gut. Für den Kreuzzug! Ja! Ich bin schon dabei! Okay. Oh, er macht mir Face Damage. Gefällt mir jetzt nicht so gut, muss ich gestehen. Swipe wäre definitiv eine Option. Ich denke, wir sollten es vielleicht... wir nehmen nicht wirklich Schaden raus. Das ärgert mich. Ich denke, wir müssen es machen. Nächste Runde können wir auf jeden Fall eventuell das Board clearen, denke ich. Das ist ganz gut. Es wird ein enges Match hinten raus. Das ist meine Vermutung. Okay, jetzt kommt maximal ein 4-Drop. Ein 2-Drop und hoffentlich nicht noch ein 2-Drop. Warum tradet er? Das macht keinen Sinn. Soll mir aber natürlich recht sein. Ich muss das Land bewahren. Okay, Board ist schon mal clear. Das ist nicht verkehrt. Jetzt hat er natürlich aber wieder gut was an Karten auch. Wenn er da irgendwie was richtig Hohes jetzt spielt, könnten wir Probleme kriegen. Wir müssen uns so ein bisschen zu der Borke hangeln. Er zittert vor der Macht. Oh je. Sturmwind.
Kann nichts wirklich gegen den machen. So blöd wie es ist. Gucken, was er jetzt macht. Wird ein enges Match. Auf alle Fälle. Borke wäre halt ultra wichtig. Er macht Face Damage. Ist auch riskant von ihm, muss ich sagen. Was macht er denn jetzt? Hat er eine Shadow Flame? Und eine Mortal Coil wahrscheinlich dann. Soulfire? Okay. Holy shit. Das war aber auch teuer für ihn. Ich bin die Klinge der Götter. Bisschen Heal ist schon mal nicht verkehrt. Er hat nur eine scheiß Schildkröte auf dem Feld. Okay. Der wirkt schon mal nicht viel. Und er kann nur den spielen. Interessant. Für den Lichtkönig! Wenn ich den am Leben lasse, habe ich dann nächste Runde vielleicht tödlichen Schaden. Jetzt habe ich es ja noch nicht, oder? 2, 6 und 6 sind 12. Nee. Eigentlich muss ich ihn nicht mal am Leben lassen. Macht gar keinen Sinn, wenn ich ihn versuche am Leben zu lassen. Weil ich nächste Runde so oder so tödlichen Schaden habe. Wenn er mich jetzt nicht irgendwie wegwichsert. Was hast du denn da, Kollege? Okay, wir haben ihn scheinbar so weit gebracht, dass er traden muss. Das ist wichtig gewesen. Okay, er heilt sich. 15, das dürfte aber immer noch reichen. Auf jeden, das reicht. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Knapp. Ich denke, da hat nicht viel gefehlt von ihm, dass er uns umgewechselt hätte, aber wir haben es geschafft. Das ist das Schöne. Damit steht es 3-1. Ja, wenn das erste Match nicht so blöd gewesen wäre mit dem Disconnect, wäre das auf jeden Fall auch ein Deck gewesen, das Richtung 12 Siege gehen kann. Ich meine, es kann es natürlich immer noch, aber es wird halt echt schwierig. So, mal gucken, was wir jetzt kriegen. Bisher war es ja relativ ausgeglichen. Hunter hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Hunter ist ein bisschen schwierig für Druide. Aber warum kriege ich die jedes Mal zum Anfang und ziehe sie dann nicht mehr? Ist doch der Wahnsinn, oder? Okay, wir haben einen 2-Drop. Das ist wichtig. Gegen Hunter. Gegen Hunter ist das ganz besonders wichtig. Ärgerlich ist, dass er die Münze hat. Ich hoffe nicht, dass er irgendwie Münze into Animal Companion und dann irgendwie Hoffer bekommt oder so. Also das 4-2er Schwein. Das wäre halt super bitter. Okay. Kann ich nicht mal das blöde Ding spielen, weil ich den traden muss. Wir haben einen guten AOE jetzt gezogen, das ist super. Wenn jetzt der Hoffer kommt, bin ich echt im Arsch. Runde 1 Lepragnum, Runde 2 Münze, Tierbegleiter und dann Grummel heißt er, glaube ich, im Deutschen. Okay. Damit kann ich leben. Oh, das ist ein sehr schöner 2-Drop, muss ich sagen. Besser als der Raptor, alle Fälle. Ah, schade.
Aber gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Das hätte schlimmer sein können. Ah, dich mag ich jetzt nicht sehen, wenn ich ehrlich bin. Ich kann dann nämlich was traden für das blöde Vieh. Oh, perfekte Karte. Perfekte Karte. Können wir ihn töten, bevor er mit dem traden kann. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das macht gar nichts. Okay, oh, die Borke, die ist auch wichtig. Definitiv. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das jetzt spielen soll. Ich würde ihn gern, also sie gern spielen zusammen mit dem, aber das geht wohl nicht. Ich werde wohl einfach nur sie spielen müssen. Sie contestet wenigstens alle beide. Das ist ganz gut. Brauche ich ein Spell Damage für die Geschichte. Also sie ist auch wieder auf Messers Schneide auf alle Fälle. Weil er halt einen relativ guten Start erwischt hat mit dem Lepra-Gnomen Waffe und dann auch noch ein Animal für den Houndmaster. Uiuiui. Okay, das ist schön. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich kann das hier und das hier spielen. Wenn ich das da drauf mache, ist das nicht so verkehrt. Könnte aber auch das hier machen. Was würde ich denn hiermit machen? Würde ich den silenzen? Ich denke, ich würde den silenzen. Was tun? Ich muss das Land bewahren. Dann machen wir das so, dass wir den hier buffen. Wir müssen nämlich gar nicht den hier buffen, können ja auch den buffen. Und dann traden wir. Der Unterricht beginnt. Wenn ich den wegtrade, muss er einen schlechten Trade eingehen. Das gefällt mir besser. Weil er mit, sonst konnte er einfach mit dem 4-4er und dem 2-2er den 4-6er traden. So kann, muss er jetzt mit den, wenn er ihn wirklich töten will, beide Vierer benutzen. Ist jetzt zwar ein bisschen riskanter, weil ich den Vierer am Leben gelassen habe. Das ist aber die einzige Möglichkeit, wie wir das Spiel gewinnen können, meiner Meinung nach. Geladen und entsichert. Okay, jetzt kann er natürlich trotzdem mit einem Vierer und dem 1-1er traden. Aber das ist okay. Weil dann wird er mit dem 4-4er den 3-3er traden und wir können mit dem 1-1er, der bei uns übrig bleibt, rein theoretisch zurücktraden. Das sieht doch ganz gut aus. Okay, jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Wir könnten auch den hier spielen, den da traden, damit das machen. Wir würden 4 Schaden aber wieder nehmen, beziehungsweise 3. Hätten 4 Mana weg, hätten noch 2 Mana... 3 Mana übrig, 2 würden wir spielen können. Der wäre weg, der könnte aber sich an dem hier eine Karte holen. Das gefällt mir nicht. Wir machen das so, machen wir das. Und ich spiele den da. So, dass er keine Free-Karte aus dem bekommt. Das wird ja ein schwieriges Match auf alle Fälle. Okay. Gefällt mir wieder gar nicht, ey. Könnte da zwar traden. Aber wenn ich das mache und dann den AOE mache, ist das gar nicht so verkehrt. Das Problem ist, dass er halt dann 2 Karten aus dem Akolyten rausbekommt, was mir nicht gefällt, aber... Ich denke, dass das trotzdem nicht so schlecht wäre. Ich lasse das Spiel, hätte ich 3 Mana übrig. Könnte ich den hier noch hinlegen oder den da? Ich denke, ich mache das. Auch wenn er eine Karte rausbekommt. Oder eine Karte extra rausbekommt. Aber ändern kann ich es eh nicht. Ich muss dann hoffen, dass meine Borke standhält.
sobald es soweit ist. Ich denke, das entscheidet sich jetzt so in den nächsten 2-3 Zügen, wer das gewinnt. Wenn er viel Schaden auf mich drauf bekommt, verliere ich. Wenn er viel auf Bord bekommt, verliere ich. Wenn er meine Borke einfach töten kann, verliere ich. Wenn er eins der drei Sachen eben nicht kann, gewinnen wir. Schilde hoch! Schilde hoch, das gefällt mir jetzt nicht so gut, muss ich gestehen. Ich kann mir keinen weiteren Schaden erlauben, meiner Meinung nach. Den töten wir. So, jetzt muss ich hoffen, dass er keinen Hunter's Mark oder sowas hat. Deadly Shot und Drift. Irgendwie sowas. Dann wäre das Spiel vorbei. Hier und jetzt. Das ist okay. Ich werde es Ihnen alle zeigen. Das ist auch okay. Komm schon. Bitte habt nix. Besten wäre es, wenn er jetzt einfach seinen Turn beendet. Und wir noch einen 2-Drop danach ziehen. Das wäre toll. Okay. Ich bin ein bisschen überrascht, wenn ich ehrlich bin. Schlangenfalle, schätze ich mal. Nein, es ist eine Freezing. Okay. Damit kann ich überleben, denke ich. Gucken, was er jetzt zur Hand hat. Ich weiß gar nicht genau, warum er die Doggies da gespielt hat. Das hat für mich jetzt nicht so richtig Sinn gemacht. Muss ich sagen. Hätte ich jetzt irgendwie einen Swipe oder irgendwas gehabt, wäre er doch gleich tot gewesen. Ich frage mich, ob... Ich lass die Runde. Sind aktuell 1 weg von Lethal. Okay, er kann ihn wohl töten. Frage ist, was für ein Secret hat er da bekommen? Oh, das ist bitter. Das ist richtig bitter. Oh Mann. Das ärgert mich gerade. Okay. Wird das ein Explosive sein? Ist ein Explosive. Oh je, das wird so ein scheiß enges Match, dass ich wahrscheinlich verlieren werde, weil er mich totschießt. Weil ich krieg nicht genug Damage drauf, denke ich. In kürzester Zeit. Da müssten wir jetzt schon irgendwie ein Monster ziehen oder so. Ein Monster und er hat nix. Aber das wird halt nicht passieren. Leg diesen Apfel auf.
auf euren Kopf. Das ist halt schon mehr als nix. Verdammt, verdammt, verdammt. Du bist kein Monster, Kollege. Ich habe halt keine Chance. Ich krieg den Damage niemals drauf, bis ich tot umgeschossen worden bin. Der drückt halt jetzt jede Runde einfach seinen scheiß Schuss. Und dann falle ich um. Die Tore sind geöffnet. Oh Mann, hier krieg ich noch nicht mal umgeräumt, ne? Oh Mann. Ja, das war's. Schade, es war ziemlich knapp. Das war ziemlich knapp. Naja, gut. Dann kann ich immer gewinnen. Das war jetzt eine relativ lange Folge. 3-2 ist halt super lästig, aber was soll's. Kannst ja nicht ändern. Das erste Match war halt ein bisschen blöd. Das hier war knapp. Machen an der Stelle auf jeden Fall erstmal einen Cut. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen. Hoffen auf noch ein paar Siege in der nächsten Folge. Und in dem Sinne, ciao, ciao.